Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Heute wird ein relativ kurzes Video kommen, weil ich nicht wirklich viel Zeit habe leider. Und falls ihr Hintergrundgeräusche hören solltet, tut mir das natürlich auch leid, das ist mein 3D-Drucker, der da gerade im Hintergrund werkt. Und ich hoffe eben, wie gesagt, man hört es nicht zu laut. Ja, heute werde ich euch mal zeigen, wie man auf dem Raspberry Pi eigentlich einen HTTP-Server installiert, damit wir dann praktisch eine Website auf unserem Raspberry Pi hosten können. Dafür mache ich jetzt mal das Putty auf. So. Und melde mich hier an. Damit bin ich jetzt praktisch per SSH, per Remote-Zugriff auf meinem Raspberry Pi. Und ja, ich setze in diesem Video mal voraus, dass ihr wisst, was ein Webserver ist. Sonst würde es nicht recht viel Sinn machen, sich das hier anzuschauen. Ja, eigentlich geht das Installieren von einem Webserver bzw. generell von jedem Programm eigentlich ziemlich einfach. Der Webserver, den ich verwenden werde, heißt Apache 2 bzw. Apache in dieser Version 2 in dem Fall. Und das installiert man einfach mit dem Befehl sudo, dass man das praktisch als Root ausführt, also als Superuser. apt-get, das ist der Paketmanager von Debian bzw. Raspbian am Raspberry Pi. Install fürs Installieren logischerweise und dann den Paketnamen, also Apache 2 in unserem Fall. Dann baut er ein paar Abhängigkeitsbäume und Paketlisten auf, sagt uns, wie viel Plattenplatz das Ganze braucht. Und jetzt sollten wir bald Ja sagen. Oder auch nicht. Es dauert auf jeden Fall ein bisschen. Ja, jetzt ist es fertig. Ich habe das vorher schon mal installiert, deswegen sind die ganzen Abhängigkeiten schon installiert. Bei euch wird das wahrscheinlich etwas länger dauern und anders aussehen. Aber grundsätzlich war es das auch schon. Man muss dann nur mit einem Befehl den Apache Server starten. Der ist /etc/init.d/apache2 und dann muss man, kann hier eben, wenn man nur, also wenn man keine Parameter übergibt, dann zeigt es praktisch die Hilfe an. Und das, da kann man hier einige Dinge eben angeben, zum Beispiel Start, Stopp, Restart, Reload, das sind eigentlich die wichtigsten. Wir wollen das in diesem Fall starten, also geben wir einfach ein Start hinten, drücken OK und ja, das müssen wir als Root machen, das heißt, wir schreiben wieder sudo davor, also sudo und dieser Befehl und dann sollte er sagen OK, beziehungsweise bei mir already running, weil ich den Server schon gestartet habe, beziehungsweise wird er bei der Installation automatisch gestartet und deswegen läuft er schon und das heißt okay. Wenn ich ihn jetzt neu starten möchte zum Beispiel, dann sage ich Restart und dann sollte er auch okay sagen und den Server neu gestartet haben. Wenn wir jetzt hier auf unseren Webbrowser gehen und auf die IP von unserem Raspberry Pi, dann sieht man hier eine Default-Seite praktisch, wo ein Beispieltext mehr oder weniger angezeigt wird. Man kann auf dieser Webseite auch was anderes anzeigen lassen, indem man eine Datei oder eigentlich ein Verzeichnis mit Dateien befüllt. Ich mache das, also da kann man den Texteditor seiner Wahl praktisch verwenden. Zum Beispiel Nano ist auf der Kommandozeile recht nützlich. Ich mache das jetzt hier nur auf der Kommandozeile, weil ich den Remote Desktop leider Gottes nicht mehr eingerichtet habe, weil mein Image etwas gecrashed ist vor kurzer Zeit. Und diese Datei liegt in /var/www/, ich glaube HTML heißt der Unterordner. Nein, nur /var/www. Und da liegt eine Datei drinnen, die heißt index.html. Das ist in diesem Fall, man kann es recht schlecht lesen, leider. Das ist hier dunkelblau auf schwarz. Ist das eben diese Webpage. Wenn wir es hier eingeben würden, statt it works, texon.at und das Ganze dann speichern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das können. Ja, das können wir nicht. Dann muss ich wieder als root, also wieder sudo davor schreiben.
Und wenn ich das gespeichert habe, dann sieht man hier, dass sich das geändert hat und dass man jetzt auch hier jeden beliebigen Content eigentlich zur Verfügung stellen kann, was man möchte. Ja, das war's eigentlich schon ziemlich. Ich möchte hier auch nicht vertiefend eigentlich in den Webserver eingehen. Es geht nur darum, wie man den auf dem Raspberry Pi installiert und zum Laufen bringt praktisch und Web-Services anbieten kann. Und ja, wie gesagt, war's das eigentlich schon. Leider Gottes ein kurzes Video, wie auch schon gesagt. Aber ja, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, dann postet die gerne in die Kommentare. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.